Hallo Traders, Alexandros hier. In diesem Video mag ich vier Fehler ansprechen, die man eigentlich vermeiden sollte. Also unbedingt vermeiden sollte. Ich bin auf diese Fehler gekommen, weil ich am Anfang meiner Trading-Karriere habe ich begonnen, extrem viele Bücher zu lesen über Trading. Ich wollte so viel Information aufsaugen wie möglich, weil ich war der Meinung, wenn ich was mache, dann kann ich nur profitieren, wenn ich genau weiß, wieso ich es mache, warum ich es mache, warum ich es nicht machen sollte. Und ich wollte Fehler vermeiden, die auch andere eingegangen sind, die sehr erfolgreich sind als Trader. Also, ich möchte das erst einmal ansprechen. Punkt 1, also Fehler Nummer 1. Nicht das System konsequent traden oder Systeme dauernd wechseln. Ich hatte den, wie ich mit Forex begonnen hatte zu traden, als algorithmischer Trader, hatte ich parallel 6 Systeme online gebracht. Wieso habe ich das gemacht? Ich hatte bemerkt, dass wie ich diskretionär nur ein System getradet hatte, habe ich mir wirklich schwer getan, dieses System normal durchgehend zu traden, weil es gibt ja Perioden, es gibt wirklich Trockenperioden in Traden, wo du, wenn du dir die Equity-Linie ansiehst, also die Eigenkapitallinie, wie das aussieht mit Verlusten oder Gewinne, wenn du es über Jahre siehst, siehst du die mega schöne Linie, aber wenn du reinzoomst und du siehst dir ja Perioden an von 1 Jahr, 6 Monaten oder 3 Monaten, kann es wirklich ekelhaft sein. Es kann sein, dass du ein bisschen Gewinn machst und dann nur Verluste hast für 3 Monate. Dann musst du halt die Geduld haben, durch diese schlechten Emotionen, wieso schlechte Emotionen, weil es unangenehm, so viele Verluste einzugehen nacheinander, du musst die Geduld haben, da dich durchzutrainen und trotzdem konsequent dahinter zu bleiben. Wenn du 6 Systeme hast, über 6 verschiedene Instrumente, dann kann es sein, dass eines oder 2 schlecht laufen und der Rest hilft dir und pusht dich ein bisschen nach oben, dass du mehr motiviert bist, weiterzumachen. Und in meinem Fall war das auch so, ein System ist mega schlecht gelaufen, der Rest hat sich nach oben getradet und ich musste halt abwarten für das andere System, bis es sich erholt, was es dann auch gemacht hat und ich bin sehr zufrieden gewesen, aber trotzdem, wenn ich nur dieses eine System hätte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich sehr frustriert wäre. Und ich habe einen Freund, der genau das gemacht hat. Er war frustriert, hat aufgegeben, hat ein anderes System entwickelt, hat aufgegeben. Und das ist halt, da muss man wissen, entweder durchzubeißen, wenn man nicht kapitalisiert ist mit einem System, oder einfach auch mehr Systeme entwickeln und diese diversifizieren, wenn man kann. Gehen wir zu Fehler Nummer 2. Systeme auf Asset-Klassen entwickeln, weil diese letztens Performance hatten. Wenn du jetzt zum Beispiel Gold betrachtest, 2019 hatte die Gold Future eine sehr gute Performance und das musste dich aber nicht motivieren, jetzt auf Gold zu entwickeln. Wieso? Das Einzige, was wir wissen, ist, dass du 1 Jahr zu spät bist. Es ist wirklich Ironie, aber meistens ist es so, wenn du eine Asset-Klasse hast oder ein Instrument, wie zum Beispiel Gold jetzt, wenn wir uns die Jahre ansehen, wann es performt hat, wissen wir nur, dass wir entweder zu spät sind oder dass du, also zu spät, weil in dem Fall Gold dann eine Trockenperiode hat, wo es nicht mehr so viel performt fürs nächste Jahr oder nächste 2 Jahre. Also nicht darauf richten, nur dass es performt hat, dass du dann auch die Performance erwarten kannst im nächsten Jahr. Also ich würde eher achten, wie ich auf Instrumente entwickle, die meinem Portfolio dienen würden. Nicht, weil sie performt haben. Weil sie werden performen eventuell in Zukunft. Also nicht daran richten, dass sie, nur weil sie sich in den letzten Jahren gute Performance hatten, dass du jetzt auch in den nächsten 2 Jahren das gleiche erwartest. Da würde ich aufpassen. Apropos, wenn du mehr Tipps bekommen willst, wie du dein Trading verbessern kannst, dann abonniere doch den Kanal und drücke auf das Glöckchen, damit du es nicht verpasst. Und ich würde mich auch auf Input freuen, über Fehler, die ihr gemacht habt oder Sachen, wo ihr mich aufmerksam machen könnt. Weil ich trade ja auch nur erst seit den letzten 4, 5 Jahren
Also könnte ich auch von euch ein bisschen lernen und ihr von mir und natürlich ich auch von Andrea, wie ich gelernt habe und ihr auch von Andrea. Das ist ja auch der Sinn von dem Ganzen hier. Gehen wir zu Fehler Nummer 3. Nicht die Verluste zu minimieren oder festlegen, wann man aussteigen muss oder stoppen muss. Wenn wir ein System entwickeln, ist es gut für uns, dass wir wirklich festlegen können, wie viel das System pro Trade verlieren kann, ein Handelssystem. Viele Trader machen den Fehler und sie halten sich nicht an das und sie steigen nicht von der Position aus, weil sie die Hoffnung haben oder interpretieren, dass der Markt nach oben gehen wird, wenn sie long sind oder mehr nach unten, weil sie short sind. Das ist aber nicht gut, weil wenn wir ein System entwickeln, dann ist ja jeder Trade anhand gewissen Regeln. Und wenn wir diese Regeln jetzt wirklich einhalten und aussteigen, wann das System definiert auszusteigen von jedem Trade, dann halten wir uns auch an die Regeln und die Performance würde auch anhand das, was wir entwickelt haben, reflektiert dann eventuell. Wenn du das nicht machst, dann ist es halt, da würde ich wirklich aufpassen, weil es ist eher ein Wunschkonzert und nicht die Realität. Wir müssen auch festlegen, wann wir das System stoppen. Nicht, weil wir es hoffen, sondern weil wenn wir wirklich Regeln haben, wann das System nicht mehr funktionieren würde. Das können verschiedene Kriterien sein. Das kann sein, wenn du zu viele Trades, die verlieren, nacheinander hast, dass es wirklich ein Black Swan ist. Dass du sagst, zum Beispiel ein System, mein System hat in den letzten 12 Jahren nur 6 Mal nacheinander verloren und auf einmal bist du bei 10. Da würde ich, wow, da würde ich aufpassen, so. Irgendwas ist da falsch. Oder dass du, wenn du mit fixen Kontrakten tradest, also nur ein Kontrakt, dass du sagst, okay, Maximalverlust war da, wenn es mehr geht, müsste ich aufpassen. Das kannst du auch mit Monte-Carlo-Analysen machen oder vieles mehr. Es gibt Tools, wie du es machen kannst. Punkt ist, du musst wirklich definieren, was dein Maximalverlust ist und dich daran halten und welche Regeln du hast, wann du das System nicht mehr traden würdest. Jetzt gehen wir zu Punkt 4. Instrumente slash Finanzmärkte traden, die nicht genug Volumen haben. Das ist eine traurige Geschichte manchmal, weil es kann sein, dass du Trading-Systeme entwickelst, die wirklich perfekt funktionieren würden, theoretisch auf Märkte. Intraday-Systeme auf einem bestimmten Markt und du denkst dir, wow, hat die mega Resultate. Dann tradest du es in echt und diese Resultate werden gar nicht reflektiert. Also, was machst du da? Wieso ist das so? Und wir müssten da unsere Richtlinien haben und sagen, wie zum Beispiel, André hat mir beigebracht, dass wenn ich Intraday-Systeme entwickeln soll, dann müsste ich darauf achten, dass ich Intraday mindestens 20.000 Volumen habe, damit ich gut einsteigen kann und aussteigen kann innerhalb von Tag. Wenn ich jetzt Swing Trading habe, dann ist es was ganz anderes. Dann kann ich auch mit viel weniger Volumen traden. Aber man muss halt seine Richtlinien haben und es muss die Logik, das Volumen muss die Logik der Strategie verfolgen. Da müssen wir wirklich aufpassen und das ist ein Fehler, den viele Trader machen, weil auf das nicht geachtet wird. Also es ist sehr gut darauf zu achten und Märkte zu traden, die anhand den Strategien, die wir traden, genug Volumen haben. Ich hoffe, das Video ist hilfreich. Mir hatten diese Tipps geholfen, wenn ich Trading-Systeme entwickle, wie mit den Volumen zum Beispiel, dass ich da achte, oder wie ich begonnen habe zu traden, dass ich wirklich aufpasse, meine Systeme zu traden, wie sie zu traden sind und nicht einfach ausschalten, einschalten oder wechseln, wie es mir gefällt und ich mich fühle. Danke für das Zusehen und viel Spaß beim Traden. Ciao.